cherish this moment, was ours to own it, and that it would never leave. Then I would thank that star that made our wish come true. Oh yeah, 'cause he knows that where you are is where I should be too. Roborob nicht mehr seit der dritten Klasse. Ich bin Roborob. Nicht kaputt machen. Dir gehört, Chef. Ja, natürlich. So, wie zu deiner Kindergartenzeit. Troy, du hast Gäste. Muss ich wieder hochkommen und dich holen? Hallo, Gabriella. Wir kommen sofort runter. Mom. Sie kommt wirklich rauf, wenn wir nicht gleich unten sind. Oh, okay. Das war gestern. Oh, wirklich? Viel Glück. Wow, sie ist sowas von süß. Miss Evans. Ich bin Tiara Gold. Ich bin gerade vom Land hierher gezogen und, well, was lese ich heute? Sie suchen eine persönliche Assistentin? Ja, bei all den Prüfungen, dem Ball, der Schulfeier, brauche ich dringend jemanden, der sich um meine Termine kümmert. Ach, und noch dringender brauche ich jemanden, der mit mir den Text durchgeht fürs Frühjahrsmusical. Das ist ein Theaterausdruck für... Eine Rolle lernen. Ich verstehe schon. Am besten, Sie stellen Ihre Mathe- und Physikbücher nebeneinander, da diese Fächer heute Ihre ersten Stunden sind. Wieso kennst du meinen Stundenplan? Ich war so frei nachzusehen. Ich wollte nämlich sicher gehen, dass Sie in Ihrer Freistunde Ihre fett- und schaumfreie Sojalatte haben werden.
Auch an meinen Süßstoff gedacht? Ohne Zusatzstoffe, klar. Ich melde dir jeden Morgen, was ich anhabe, damit sich unsere Outfits nicht beißen. Und falls du was in Orange hast, dann wirf es weg. Übrigens, du sprichst so lustig. Das finde ich süß. Troy, mein Freund, sag mal, kann ich deinen Spind haben, hä? Was? Erst ab nächster Woche. Ich bin wahrscheinlich der Captain nächstes Jahr und ich denke mal, das hilft mir bei den Jungs. Na klar. Ach, warum habe ich nicht dran gedacht? Keine Ahnung. Oh, ich komme wieder zu spät. Bis nachher. Das kann doch nicht wahr sein. Und was ist mit ihr? Gut, dann wollen wir mal anfangen. Setzen Sie sich alle hin. Ich weiß, wir sind alle noch ganz aus dem Häuschen wegen der Verfolgungsmeisterschaften unserer Wildcats. Das heißt aber in Folge, Misty. Was auch immer, egal. Jedenfalls war es ein Grand Slam. Gut gemacht. Und nun hat unsere Schülersprecherin und Mitherausgeberin des Jahrbuchs, Miss Taylor McCassie, ein paar wichtige Dinge bekannt zu geben. Taylor? Das Klassenfahrtkomitee trifft sich morgen und berichtet Donnerstag dem Abschlussballkomitee, dessen Vorsitz Martha hat. Von ihr bekommt ihr auch die Karten. Dieses Jahr lautet das Thema der letzte Walzer. Also besorgt euch die Karten möglichst bald, ja? Das Abschlusskomitee befasst sich am Montag wieder mit dem Jahrbuch. Fotoannahmeschluss ist Donnerstag und die Lerngruppen finden alternierend zu diesen Aktivitäten statt. Noch Fragen? Ja, was gibt's heute Mittag in der Cafeteria zu essen? New York Deli. Sonst noch jemand? Zum nächsten Punkt. Miss Sharpay Evans, Viersemestervorsitzende des Theaterkurses mit ihrem Frühjahrsmusicalbericht. Nun, wegen des Balls und der Prüfung sind alle schwer beschäftigt. Ich denke dran, diesmal etwas ganz Einfaches aufzuführen. Am besten wäre wirklich eine Einbrauchshow. Heißt das, Kelsey, es hat sich kaum jemand eingetragen? Nein, im Gegenteil, es sieht sogar recht gut aus. Wie schön, wie schön. Ich sehe, fast die ganze Klasse will mitmachen. Oh, wie inspirierend. Dann sehen wir uns alle gleich in der Freistunde, um die Aufführung zu besprechen. Außerdem habe ich noch eine ganz besondere Nachricht für Sie. So, ich mache meine Prüfung bestimmt 2-3 Mal. Ich wohne quasi schon in der Bibliothek. Ich arbeite momentan jeden Tag an meinem Auto. Ich muss für meine Hauswirtschaftsprüfung 5 Rezepte drauf haben. Wir müssen das Jahrbuch gestalten, also nein. Entschuldigung, ich habe ja nur gedacht, da es das letzte Mal ist, würde jeder gern dabei sein. Dafür fehlt uns ein Schock. Hey Leute, seid mal ruhig. Kelsey hat recht. Wir sollten es wirklich tun. Es ist unsere letzte Gelegenheit, etwas zusammenzumachen. Etwas, das uns allen wirklich Spaß macht. Oh, yippie. Also, Wildcats, was sagt ihr dazu? Nein, ich mach's. Was? Das wird bestimmt lustig. Ja! Okay, wie viel Zeit werden wir dafür brauchen? Ja, und wovon handelt die Show überhaupt? Von Ihnen, Mr. Danforth. Von mir? Das Frühjahrsmusical handelt nur von Ihnen. Warten Sie, wenn es um mich geht, kann ich dann meinen Ball zurückhaben? Bitte? Ich meine natürlich um Sie alle. Und Sie werden es gemeinsam erschaffen. Eine Show über Ihre letzten Tage an der East High. Und wir werden es das Senior Year nennen. Eine Rolle spielen kann jeder. Aber sich selbst darzustellen, das ist eine Herausforderung. Ja, Miss Davis, genau das. Kelsey komponiert, Ryan macht die Choreografie und ich führe Regie. Und jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Neuigkeit für Sie. Und zwar von der Juilliard School in New York City. Amerikas hervorragendstem College der darstellenden Künste. Stellen Sie sich vor, zum ersten Mal in der Geschichte der East High zieht Juilliard 4 von Ihnen für ein zu vergebendes Stipendium in Erwägung. Miss Sharpay Evans. Ich hab schon gepackt. Mr. Ryan Evans. Choreografie. Miss Kelsey Nielsen. Was? Sie haben mich wirklich? Es sieht ganz so aus. Und als letzten und vierten Mr. Troy Bolton. Was?